Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von eurer Gameplayerin. Ja, ich hatte gesagt, dass ich erst noch ein bisschen leveln muss, habe dann aber gemerkt, als ich rausgehen wollte, dass wir noch eine neue Nachricht hier hängen haben. Und zwar ist das eine Notiz von Knorr, die hängt hier zwischen dem Ausgang und hier, ja, dem Buch, wo man dann die Aufträge abholen kann. Initiantin, Hild ist von ihrer Reise zur Kapelle nicht zurückgekehrt und ich mache mir langsam Sorgen. Trefft mich im Speisesaal. Ich könnte wirklich eure Hilfe gebrauchen. Chor. Habe ich gerade Knorr gesagt? Chor natürlich. Ich ziehe los, um Chor zu finden. So, der Speisesaal ist hier hinten durch. Wie ich da am besten laufe, weiß ich nicht. Ich nehme einfach mal diesen Weg hier. Oh, und ich sehe auch gerade, dass wir die täglichen Aufgaben hier jetzt freigeschaltet haben. Deswegen liegt ja anscheinend auch im Buch. Ein Kuss, liebste Mutter. Ihr wollt also die dunkle Bruderschaft herbeirufen. Ihr wünscht einen anderen Tod. Betet, mein Kind, betet. Und lasst die Mutter der Nacht eure Bitte erhöhen. Ihr müsst das gottloseste aller Rituale durchführen, das schwarze Sakrament. Erstellt ein Abbild des gewünschten Opfers, bestehend aus echten Körperteilen mit einem Herzen, einem Schädel, Knochen und Fleisch. Um das Abbild herum stellt einen Kreis auf Herzen auf. Dann beginnt das eigentliche Ritual. Stecht zunächst mehrfach mit einem Dolch, der mit dem Blütenblatt einer Tollkirsche angerieben wurde, auf das Abbild und flüstert dieses Gebet. Liebste Mutter, schickt mir euer Kind, denn die Sünden der Unwürdigen müssen in Blut und Furcht getauft werden. Dann wartet mein Kind, denn der Schreckensvater Sithis belohnt die Geduldigen. Ein Vertreter der dunklen Bruderschaft wird euch aufsuchen. Und so tritt ein Kontakt in Kraft, mit Blut besiegelt. So, ich zeige euch das nur ganz kurz. Ich werde jetzt nur die Story machen. Und zwar ist das, wenn ihr hier reinkommt, dann müsst ihr hier mit dem Sprecher Terenus sprechen. Und der gibt euch dann die tägliche Quests, wenn ihr die dann haben wollt. Das werde ich jetzt aber nicht machen. Je nachdem, wie lange das jetzt dauert, werden wir das wahrscheinlich in der nächsten Folge machen. Wir gehen jetzt erstmal zum Speisesaal rüber. Und dann schauen wir mal, was mit Chor ist. Konnte ja keiner ahnen. Moment. Ach, gut, dass ich hier falsch gelaufen bin. Die schwarze Hand haben wir ja auch noch. Die könnt ihr euch gerne wieder durchlesen. Die ist nämlich ein wenig länger. So. Dann müssen wir hier rum. Chor. Ah, meine Freundin. Ich bin froh, euch zu sehen. Es geht um Hildegard. Sie ist nie zurückgekommen, nachdem sie losging, um für Tanik zu beten. Ich glaube, ich könnte eure Hilfe gebrauchen. Wie lange ist Hildegard schon verschwunden? Nachdem Tanik bei dem Vorfall mit der Großpredigerin verletzt wurde, zog Hilde los, um für ihn zu beten. Seitdem habe ich sie nicht mehr gesehen. Niemand hat das. Es passt gar nicht zu Hilde, dass sie einfach verschwindet, ohne mir oder Astara Bescheid zu sagen. Wohin geht Hildegard üblicherweise zum Beten? Sie liebt Tempel, aber der Ärger in Quatsch sorgt dafür, dass sie die große Kathedrale meidet. In letzter Zeit hat sie immer die große Kapelle von Dibella in Anvil aufgesucht. Ich glaube, dass sie die Rituale beruhigen, wisst ihr? Werdet ihr mit nach Anvil kommen und mir helfen, Hildegard zu finden? Ich werde euch helfen, Hildegard zu finden. Ich treffe euch in der Kapelle in Anvil. Hoffentlich finden wir Hilde zusammengerollt und schlafend unter Dibellas Statue. Seid nur vorsichtig, wenn ihr die Stadt erreicht. Die Piratenkönigin hasst die Bruderschaft fast so sehr, wie die Prediger das tun. Ist Hildegard früher schon mal verschwunden? Sie hält gern Zwiesprache mit den Göttlichen und der Natur. Und sie nimmt Kontrakte an, genau wie wir anderen. Daher ist es nicht ungewöhnlich, dass sie der Freistadt auch mal eine Weile fernbleibt. Aber nach den jüngsten Angriffen auf uns kann ich nicht anders, als mir das Schlimmste auszumalen. Ihr glaubt, Hildegard sei etwas zugestoßen? Ich hoffe, sie ist wohlauf. Aber wer weiß, was in einem vorgeht, wenn einem die Welt auf den Kopf fällt. Jemand ermordet die Mörder. Falls Hildegard verletzt wurde oder noch Schlimmeres geschehen ist, wüsste ich nicht, was ich dann tun sollte. Was ist das zwischen euch und Hildegard? Was wollt ihr damit andeuten, Initiantin? Hilde ist wie eine Schwester für mich. Seit ich sie gefunden habe, versuche ich ihr dabei zu helfen, sich trotz ihrer Lage in den Griff zu kriegen. Sie mag ein Werwolf sein, aber sie ist eine gute Seele. Die Bruderschaft kann froh sein, sie zu haben. Schwer zu glauben, dass die Bruderschaft einen Werwolf in ihrer Mitte duldet.
Warum ist das so schwer zu glauben? Sie ist eine hervorragende Spurenleserin und in ihrer Werwolfgestalt eine gnadenlose Mörderin. Manchmal kommt sie zurück und nackt immer noch an den Körperteilen, aber wer von uns hat sich noch nie im Augenblick verloren? Außerdem mache ich hinter ihr immer sauber. Warum hasst die Piratenkönigin die dunkle Bruderschaft? Die Piratenkönigin hasst alles, was sie nicht beherrschen kann. Den Grafen von Quatsch, den Primas, uns. Sie will die gesamte Goldküste beherrschen. Doch wir sind nicht gewillt, uns einfach auf den Rücken zu werfen und ihren Forderungen nachzugeben. Wir sind unabhängig und uns gefällt das so. Okay, dann würde ich sagen, gehe ich jetzt erstmal hier raus und wir sehen uns dann gleich in Anvil wieder. So, da sind wir jetzt auch schon und eigentlich ist das Ganze leicht zu finden. Man muss nur einmal hier rein oder man könnte jetzt auch geradeaus reiten, immer am Steg entlang und dann direkt nach links. Das wäre dann quasi der gleiche Weg. Oh, aber gut, dass wir hier rumgegangen sind, weil hier ist noch die Piratenkönigin der Goldküste. Ein Buch, was ich ganz offensichtlich übersehen habe, als ich das letzte Mal hier war. Erhebt sich. Viel zu tun in der Kriegergilde, was? Was? Was wollt ihr von mir? So, und dieses Gebäude hier, das ist dann unser Zielort. Hilde ist nicht hier. Hören wir uns um, ob einer der Betenden sie gesehen hat. Hilde ist nicht hier. Wo könnte sie nur sein? Ich bin sicher, dass sie hierher wollte, als sie die Freistadt verließ. Hören wir uns um und finden wir heraus, ob sie jemand gesehen hat. Hoffentlich kann uns jemand in eine neue Richtung weisen. Glaubt ihr, dass uns jemand hier drin wirklich helfen kann? Das hoffe ich zumindest. Hilde ist ziemlich auffällig. Wie viele junge Nord mit Blumen im Haar kann es in Anvil schon geben? Noch dazu welche, die die Kapelle besuchen. Fragt herum und horcht nach, ob ihr etwas herausfinden könnt. Okay, mach ich. Und wenn ich das richtig im Kopf hab, dann warten die immer ab, bis man alle drei hier durch hat. Sonnt euch in der Heiligkeit dieses gesegneten Ortes und lasst eure Sorgen verblassen. Habt ihr hier irgendwo eine junge Nord gesehen mit einer Blume im Haar? Ich habe in dieser Stadt schon viele solcher Frauen gesehen. Ich hörte, die Gouverneurin soll erst kürzlich bei einem ihrer Auftritte eine Blume im Haar getragen haben. Und nun ist aus diesem Brauch eine Mode geworden. Es tut mir leid, dass ich euch keine größere Hilfe sein kann, Reisende. Ah, jetzt habe ich doch glatt den Faden verloren. Nun, da ihr den Schreibfluss ohnehin unterbrochen habt, was kann ich für euch tun? Habt ihr hier irgendwo eine junge Nord gesehen mit einer Blume im Haar? Eine Nord? Hier? Ist so etwas überhaupt möglich? Ich habe aus berufenem Munde gehört, dass der gewöhnliche Nord bei heißer Witterung schmilzt. Da fällt mir ein, dass ich überraschenderweise noch nie einem Nord begegnet bin. Noch etwas, was es abzuhaken gilt, ehe ich meine Memoiren schreibe, schätze ich. Ja. Ich frage mich, ob mir ein Priester verraten wird, wie sie diese Feuer am Brennen halten. Hoffentlich ist es nicht eines dieser heiligen Geheimnisse, von denen sie ständig reden. Habt ihr zufällig irgendwo eine junge Nord gesehen? Mit einer Blume im Haar? Jetzt, wo ihr es erwähnt, erinnere ich mich an eine junge Frau. Nein, wartet, das war eine Waldelfin. Sie trug ein Bouquet mit Blumen durch die Gegend. Sie sprach zu ihnen und schnupperte an ihnen. Und dann hat sie sie gegessen. Waldelfen sind wirklich äußerst sonderbar. Ach, da ist aber wer wirklich an dieser Nord interessiert. Ich frage mich, wer sie wohl ist. Euer Interesse an dieser jungen Nord hat mich äußerst neugierig gemacht. Sagt mir, wer sie ist. Und ich sage euch, was ich gesehen habe. Sie ist eine Freundin von mir, die verschwunden ist. Ich versuche, sie zu finden. Ich habe eine junge Nord mit einer Blume im Haar mit Kantor Nemus sprechen sehen. Drüben beim Schrein des Akatosh. Ich erinnere mich daran, weil es so merkwürdig war. Er flüsterte ihr ins Ohr und stand für einen Mann, der nicht ihr Vater oder ihr Geliebter ist, viel zu dicht bei ihr. Konntet ihr hören, was er gesagt hat? Oh, glaubt mir, ich habe mir alle Mühe gegeben. Als sie fertig waren, liefen der armen Frau die Tränen übers Gesicht. Sie rannte aus der Kapelle, während ihr der Kantor hinterher schaute. Er hatte ein selbstzufriedenes Lächeln im Gesicht. Meint ihr, er hat etwas Unschickliches gesagt? Ich würde es einem der Kantoren schon zutrauen, dass er seine Stellung ausnutzt.
Ich wusste, dass der Kantor nichts Gutes im Schilde führte. Sich so zu einem Treffen mit einer geheimnisvollen Nord mit einer Blume im Haar zu schleichen, das ist ein Skandal. Aber seid unbesorgt. Ich werde eure Freundin da raushalten, wenn ich diese Geschichte heute Abend in der Taverne erzähle. Hallo, so war das nicht gemeint. Das war nur so gemeint, dass er sie irgendwie angebaggert hat. Ach egal, die versteht eher alles falsch. Das werdet ihr bestimmt. Ja, Chor. Beim Blute eines Trolls können diese Leute lästern. Sie sind schlimmer als die Informanten des Rattenmeisters und die werden von ihm für das Ausgraben von Geheimnissen bezahlt. Hilde war hier, aber niemand konnte mir sagen, wohin und wann sie weiterzog. Bitte sagt mir, dass ihr mehr Glück hattet, Initiantin. Eine Frau sah Hildegard erst mit Kantor Nemus sprechen und dann zu Tränen aufgelöst davonlaufen. Ein Kantor hat mit Hilde gesprochen? Das ist nicht, was ich hören wollte. Ihr müsst verstehen, Hilde ist nicht wie wir. Sie wuchs in der Wildnis auf. Die Vorstellung, sich zivilisiert zu verhalten, ist für sie noch ganz neu. Und sie fühlt sich wegen des Wolfs in ihr noch immer schuldig. Meint ihr, der Kantor hat etwas gesagt, was sie bestürzt haben könnte? Das hört sich für mich jedenfalls so an. Es braucht nicht viel, um ihre Schuldgefühle angesichts dessen, was sie als Wolf getan hat, in einen Ekel vor sich selbst zu verwandeln. Ich versuche die ganze Zeit, ihre Ansichten in dieser Sache zu ändern, aber ihre Überzeugungen sitzen tief. Habt ihr irgendeine Ahnung, wohin sie in diesen Zustand gegangen sein könnte? Zurück dorthin, wo alles angefangen hat. Nach Himmelsrand. Ich höre mich an den Docks um, ob sie versucht hat, eine Überfahrt auf einem Schiff zu buchen. Ihr geht und sprecht mit der Karawanenmeisterin. Hoffentlich findet einer von uns beiden heraus, welche Route sie gewählt hat, um zurück dorthin zu kommen, wo der Wolf geboren wurde. Ich spreche mit der Karawanenmeisterin. Böse Knoten in meiner Zunge verlangen, dass ich nicht mehr reden kann. So, um mit der Karawanenmeisterin zu sprechen, gehen wir einmal raus und halten uns links. Und reiten jetzt gleich rechts durch das Stadttor durch. Die nächste Karawane wird in Kürze zum Aufbruch bereit sein. Falls euch das interessiert, dann sucht euch in der Nähe ein Plätzchen, um noch ein bisschen auszuruhen. Ich rufe euch, sobald es losgeht. Ich suche nach einer jungen Nord. Sie trägt eine Blume im Haar. Nun, ist das nicht interessant? Ihr seid schon die zweite Fremde heute, die mich nach einer Nord fragt, die völlig in Tränen aufgelöst davongerannt sein soll. Selbst wenn ich diese junge Frau gesehen hätte, was lässt euch glauben, ich würde euch irgendetwas darüber erzählen? Ich versuche, ihr zu helfen. Ihre Familie macht sich Sorgen um sie. Genau. Ihre Familie. So wie diese junge Frau heulte, hätte man meinen können, Molag Baal höchst selbst wäre hinter ihr her. Oder jemand wie ihr. Wenn ich der Nord geholfen hätte, und ich sage nicht, dass es so war, dann müsstet ihr euch wesentlich mehr Mühe geben, damit ich euch irgendetwas darüber erzähle. Wie kann ich euch davon überzeugen, dass ich wirklich nur versuche, ihr zu helfen? Hat eure Karawane sie nach Himmelsrand gebracht? Tut mir leid. Ich schütze meine Kunden und ihre Geheimnisse. Ich habe euch nichts weiter zu sagen. Karawanenmeisterin, bitte! Die junge Frau mit der Blume im Haar! Sie ist in schrecklicher Gefahr! Nun schau sich euch einer an. Ihr müsst der Bruder sein. Dann habt ihr Hildegard gesehen. Bitte, ihr müsst uns sagen, wo sie hin ist. Sie hat nur von euch geredet, wenn es nicht um die Reise ging. Sie meinte, euch würde sie am meisten vermissen. An den Docks munkelt man, der Silbermorgen habe auch nach meiner Schwester gesucht. Wir müssen erfahren, wo sie hin ist. Die junge Frau wollte in die Jeralberge mitgenommen werden. Sie fuhr auf dem letzten Wagen mit, aber ich kann euch hinbringen, wenn ihr mögt. Das wüssten wir zu schätzen. Vielen Dank. Seit den Neuigkeiten über den Silbermorgen mache ich mir noch größere Sorgen um Hildes Sicherheit. Wir müssen uns beeilen. Der Silbermorgen? Der Silbermorgen sind Werwolfjäger. Was immer der Kantor zu Hilde sagte, hat sie zurück in die Wildnis fliehen lassen, wo ich sie einst fand. Und nun ist hier eine ganze Jagdgesellschaft auf der Spur. Sie werden sie töten, Initiantin. Nicht, wenn wir sie zuerst finden. Entschuldigt, dass ich euch für dumm verkauft habe. Aber ich wollte nur meine Passagieren schützen. Diese Raufbolde vom Silbermorgen kamen kurz vor euch vorbei und fragten nach ihr. Zu ihnen habe ich auch keinen Ton gesagt. Sagt mir einfach Bescheid, sobald ihr bereit seid, nach Himmelsrand zu gehen. Wir sind nun bereit zum Aufbruch.
Dann springt in den Wagen und lasst uns losfahren. Ich bringe euch so schnell ich kann dorthin, ohne dass mir ein Rad herausspringt. Nun, zumindest nicht mehr als eins. Wenn der Silbermorgen Jagd auf eure Freundin macht, stellt ihr euch besser auf einen Kampf ein. Ich bin immer bereit für einen Kampf. Teilen wir uns auf und suchen wir nach Hilde. Aber bleibt wachsam. Im Wald wimmelt es sicher von Jägern des Silbermorgens. So, um die Spuren lesen zu können, ich mache mich mal ein bisschen weiter weg. Das sind hier diese leuchtenden Pflanzen. Müssen wir in die Hocke gehen und leider auch in der Hocke bleiben. Zum Glück habe ich weniger Geschwindigkeitseinbuße, wenn ich in der Hocke bin. Bin ich mir gerade nicht sicher. Moment, hier ist eine Pflanze. Es ist immer ein bisschen blöd. Man wird immer zwischendurch ein bisschen abgelenkt. Ah, da oben ist aber noch ein Ziel. Dieser Silbermorgenjäger starb nach einem wilden Kampf. So, die Frage ist jetzt nur, da ist der Kampf, da hinten sind nochmal. Ich glaube, das sind abgeknickte Büsche oder sowas hier, was die anzeigen. So, ich denke, ja genau, es geht da hinten rum. Man muss halt leider die ganze Zeit auch Wölfe töten. Das finde ich persönlich nicht so schön. Gerade Wölfe. Ne, mit unserem Rudel finde ich sehr böse von denen gemacht. So, jetzt bin ich nur gerade am Überlegen. Da unten war eine Blume. Hier oben ist jetzt keine mehr. Das heißt, wir müssen eigentlich wieder nach rechts. Ich meine auch, insgesamt müssten wir komplett nach oben laufen im Bild. Links ist nochmal was. Das ist eine weitere Spur. Die Blüten wurden vor kurzem von fachkundiger Hand gepflückt, ohne dass die Pflanze oder die anderen Blüten dabei Schaden nahmen. So, hier oben ist auch nochmal was. Da sitzt ein Typ. Hallöchen. Können wir noch mal kurz umbringen? Es tut mir leid, es tut mir leid, aber wenn der schon hier so komisch hockt, dann können wir den ja auch direkt mitnehmen, ne? Also hier ist sie offensichtlich nicht. Gehen wir hier mal weiter runter. Hier unten ist wieder so ein Ding. Ist hier nicht gerade was von rechts gekommen? So, die Spuren führten, meine ich, hier oben hin. Hier ist auch nochmal eine Spur rechts. Dieses Reh wurde getötet, nachdem es aus dem Teich trank. Wer es auch getötet hat, könnte sich unbemerkt nähern und seinen Angriff durchführen. Wo kommst du denn jetzt her? Hallo? Redet noch? So, dann gehen die Spuren hier wieder weiter. Oh, natürlich. So, die müssen wir jetzt leider umbringen, weil die stehen komplett mitten im Weg. Tut mir leid, meine Wolfies. Euch müssen wir mit umbringen. Da oben sind die Leute und hier unten ist mein Ziel, soweit ich mich erinnern kann. Genau, besiegt den Silbermorgen. Hallöchen. Gibt's hier noch jemand? Feiglinge kommen alle nach und nach aus den Löchern, ne? Ihr fordert den Orden des Silbermorgens heraus? Nee, nur dich. Ich reiße euch den Kopf ab und hänge ihn mir an die Wand. Geht doch. Verschont mich und ich sage euch, wo der Werwolf ist. Wir haben ihre Spur nach Süden verfolgt. Und weg war.
Okay. Wobei ich mir jetzt nicht sicher bin, die Spur nach Süden verfolgt, war, glaube ich, ein bisschen blöd ausgedrückt, weil die den Norden der Karte, meine ich, damals meinten. Ich bin mir jetzt nicht mehr hundertprozentig sicher, aber ich gehe jetzt mal hier zum Norden hoch. Wenn ich denn hier weiterkomme, sehe ich hier noch irgendwelche... Hier sehe ich jetzt gerade nichts. Oder es war doch richtig, dass wir in den Süden mussten. Ich bin mir nicht mehr sicher. Also Süden im Sinne von Süden, weil das ist manchmal nicht so eindeutig bei denen. Dann sagen die Süden und man guckt auf der Karte. Okay, dann gehe ich auf der Karte nach unten. Und dann war es aber nicht unten. Es ist immer ein bisschen blöd. So, da oben sind noch Leute. Ich denke mal, dass die tatsächlich meinten, dass es hier runter ging. Jetzt bin ich mir nicht sicher, ob das jetzt hier rum war oder auf der anderen Seite. Hier rum sind gar keine Spuren mehr, ne? Wobei, da komme ich dann auch wieder im Gebiet aus, wo ich vorher war. Wenn mich nicht alles täuscht. Aber hier sind gerade so gar keine Spuren mehr. Ach, jetzt sind wir wieder hier bei dem... Komme ich hier durch? Ja, aber leider sind da zwei Wolfen. Tut mir leid. So, die Spuren haben mich nach hier unten geführt. Ich bin Hilde, dein großer Bruder. Beruhige dich. Wir sind hier, um dir zu helfen. Erinnere dich. Erinnere dich daran, wer du bist. Das ist gut, kleine Schwester. Sehr gut. Nun atme. Entspanne dich. Ja, und um das ganz kurz zu zeigen, wir sind jetzt hier unten, damit ihr nicht genauso hier durchlaufen müsst wie ich. Also wie gesagt, Süden war in diesem Fall tatsächlich Süden. Ich wollte keine Ärger verursachen. Ich wollte nicht, dass Kor und ihr in Gefahr geratet. Warum seid ihr nicht in die Freistadt zurückgekehrt, Hildegard? Das wollte ich ja. Aber der Kantor meinte, ich müsste fliehen. Er sagte, meine Vergangenheit und mein wildes Wesen würden nur dazu führen, dass die Leute, die ich liebe, Schaden nehmen. Er behauptete, der Tod unserer Brüder und Schwestern wäre meine Schuld. Und dass es noch schlimmer werden würde, wenn ich bliebe. Das hat Kantor Nemus zu euch gesagt? Er weiß von euch und der Bruderschaft? Der Kantor singt zu den Göttlichen. Er spricht für Akatosh. Ich musste ihm etwas erzählen. Von mir. Von der Familie. Das ist alles schon einmal geschehen. Ich war eine Gefahr für meinen Wolfsklan. Und jetzt bin ich eine Gefahr für Kor. Für euch und die anderen. Ihr alle seid ohne mich besser dran. Kantor Nemus hat euch getäuscht. Er entsandte den Silbermorgen, um euch zu töten. Nein. Warum sollte der Kantor das tun? Er trug mir auf, in mein altes Leben in der Wildnis zurückzukehren. Er meinte, dort wäre ich sicher, dass niemand sonst mehr verletzt werden würde, wenn ich fortginge. Er hat mir versprochen, dass Akatosh mir den Weg weisen würde. Wir sind eine Familie, Hilde. Wir beschützen einander. Gemeinsam sind wir stärker. Ist das euer Ernst? Ihr wollt mich immer noch um euch haben, obwohl ich die Familie im Stich gelassen habe? Es tut mir leid, dass ich so viel Ärger verursacht habe. Meine Angst hat es dem Kantor erlaubt, mich zu täuschen. Das wird nicht wieder vorkommen. Kor und ich werden uns darum kümmern. Gemeinsam. Lasst uns zur Goldküste zurückkehren. Das sieht Kor anscheinend genauso. Okay, dann nehmen wir noch schnell die Ahnenseide hier mit und gehen dann... Achso, ich dachte hier wäre noch was. Und gehen dann schnell zur Karawane. Sieht aus, als hättet ihr eure vermisste Freundin gefunden. Und all ihre Gliedmaßen sind auch noch dran. Seid ihr jetzt bereit, nach Anvil zurückzukehren? Wir sind nun bereit, nach Anvil zurückzukehren. Seid ihr sicher? Müsst ihr sonst nichts mehr erledigen, ehe wir losziehen?
Ja, bringt mich bitte zurück nach Anvil. Danke, dass Sie so freundliche Worte für Hilde hattet. Ich weiß, dass sie sich zu Herzen genommen hat. Das habt ihr gut gemacht, Initiandin. Ich bin froh, dass ihr jetzt zu uns gehört. Ihr müsst dafür sorgen, dass Hildegard unversehrt in die Freistadt zurückkehrt. Ich weiß, und das werde ich auch. Ich habe nur keine große Lust, Astara zu begegnen. Sie wird nicht erfreut sein, wenn sie hiervon hört. Ich wünschte, ich wüsste, was Kantor Nemus damit zu erreichen hoffte. Jemand muss sie mit der Gabel pieksen und ihn für gut durcherklären. Sei's drum. Wir sehen uns daheim. Jetzt, wo alles vorbei ist, komme ich mir töricht vor, auf den Kantor gehört zu haben. Ich muss ihm vielleicht eines Nachts einen Besuch abstatten und es ihm heimzahlen. Ich kümmere mich um den Kantor. Wo finde ich ihn? Das würdet ihr tun? Für mich? Ich danke euch. Kantor Nemus ist für den Akathos-Schrein in der Kapelle von Dibella zuständig. Er verbringt eine Menge Zeit im Arbeitszimmer der Kapelle, wenn er nicht gerade junge Frauen belügt. Lasst ihn leiden, bevor ihr ihn tötet. Ja? Ihr meintet, ihr wärt eine Gefahr für euren Wolfsklan gewesen. Könnt ihr mir davon erzählen? Ich schätze, ihr habt es wohl nie gehört. Ich wuchs ungewöhnlich auf. Meine Eltern waren Nord, doch wir folgten einem anderen Pfad als die meisten unseres Volkes. Wir bewunderten die Wehrbestien. Wir wollten sein wie sie. Wir tranken ihr Blut. Und so seid ihr zu einem Werwolf geworden? Mein Clan bestand aus Jägern. Wir verehrten Hesine. Ein Teil davon war, zum Werwolf zu werden. So war es eben Brauch. Doch ich konnte meine Wolfsgestalt nicht beherrschen. Ich habe jemanden verletzt. Schwer sogar. Danach bin ich davongelaufen. Ihrer Sicherheit wegen. Und dann hat Kor euch gefunden? Nicht sofort. Ich lebte für mich tief im Gebirge. Ich war wild. Unbändig. Dann hat Kor mich gefunden. Er nahm mich bei sich auf und gab mir wieder eine Familie. Ohne ihn wüsste ich nicht, wo ich jetzt wäre. Wenn ich noch nur diesen verdammten Kantor irgendwie büßen lassen könnte. Ja, eigentlich wollte ich jetzt noch sagen, dass ich mich um den Kantor kümmere, aber das klappt anscheinend nicht mehr. Dann gehen wir jetzt wieder zurück zum Tempel. Warum gehe ich eigentlich tatsächlich? Ich wollte doch eigentlich dahin reiten. Es geht ein wenig schneller. Und dann werden wir uns um den Kantor kümmern. Leider glaube ich, dass man hier immer Kopfgeld bekommt. Weil es keine Ecke gibt, wo man so richtig... Oder? Oder war er oben? Nee, oben war er, glaube ich, nicht, ne? Ach nee, er ist hier unten. Ah, ja. Problem ist, man bekommt trotzdem Kopfgeld. Da ist der Kantor und links ist diese Tuse hier. Ich habe den Kantor normalerweise immer angegriffen. Wie kommt ihr hier rein? Akathos, behüte mich. Ah, wunderbar. Normalerweise bin ich reingelaufen und habe quasi direkt immer dafür gesorgt, dass er getötet wird, weil er halt rot ist. Das Problem bei der ganzen Sache ist, wenn er rot ist, bringt das noch kein Kopfgeld, wenn ich ihn umbringe. Aber die Tuse hat mich halt immer gesehen. Und jetzt hat sie mich nicht gesehen, weil ich einen Moment gewartet habe. Und somit habe ich dann die Gelegenheit, hier auch nochmal ein bisschen mehr mitzunehmen. Beziehungsweise die Gelegenheit habe ich sonst auch, aber sonst habe ich halt eben immer Kopfgeld dabei gehabt. Wunderbar. Ist das doch mal ausnahmsweise perfekt gelaufen. So, ich habe nichts gemacht und nichts getan. Ich gehe wieder zurück in die Freistadt und ich würde sagen, wir treffen uns dann gleich dort. Kor, Hildegard, ich bin zurück, aber ich soll mit Astara sprechen, sehe ich gerade. Dann machen wir das doch einmal hier durch. Und da steht sie auch schon. Soweit ich weiß, haben wir euch für Hildegards sichere Rückkehr zu danken. Werdet ihr mir sagen, was geschehen ist? Oder muss ich Kor foltern, bis er zu singen anfängt? Kantor Nemus hat Hildegard hereingelegt und dafür habe ich ihn getötet. Das wird nicht wieder vorkommen. Hoffentlich habt ihr recht. Aber warum scheinen sich die Akathos-Priester gegen uns zu formieren? Erst die Prediger und jetzt das. Versuchen sie, unsere jüngsten Rückschläge auszunutzen
Oder geht hier noch etwas anderes vor sich? Wenigstens ist Hildegard jetzt sicher. Ja, und wir erhalten eine Kopfbedeckung von Sitis Berührung und einen Fertigkeitspunkt. Ein Kontrakt hat uns erreicht, zu dem eine ungewöhnliche Bitte gehört. Die Auftraggeberin möchte die Assassine treffen, der diese Tat zugewiesen wurde, bevor sie unseren horrenden Preis bezahlt. Ich vermute, dass diese Dinge für gewöhnlich nicht so gehandhabt werden. Es ist selten, wäre aber nicht das erste Mal. Und die Schwarze Hand hat dieser Bitte zugestimmt. Warum sollte ich mich also beschweren? Ich möchte, dass ihr euch darum kümmert, Initiandin. Geht ins Kastell von Anvil und trefft unsere Auftraggeberin. Ich bin sicher, sie hat einen guten Grund, von unserem üblichen Vorgehen abzuweichen. Wer ist diese Auftraggeberin, mit der ich mich treffen soll? Oh, hatte ich das nicht erwähnt? Es ist niemand anders als die selbsternannte Provinzgouverneurin von Anvil höchst selbst, die Piratenkönigin Fortunata Abdugal. Ich erwarte, dass ihr euch um diese Sache kümmert, wie um jeden anderen Kontrakt auch. Sucht euch euer Ziel, plant euren Angriff und vollbringt euren Mord. Ich werde euch nicht enttäuschen, Matrone. Hört euch an, was die Piratenkönigin zu sagen hat, Initiandin. Zumindest sollte es amüsant sein, sie glauben zu lassen, sie könne uns herumkommandieren wie ihre Lakaien von den Rotsegeln. Ich freue mich, alles darüber zu erfahren, sobald die Tat vollbracht ist. Habt ihr irgendeine Ahnung, wem die Provinzgouverneurin den Tod wünscht? So wie ich Fortunata kenne, könnte es jeder sein. Sie hat sich ebenso viele Feinde wie Freunde gemacht, seit sie die Herrschaft über die Goldküste übernahm. Wahrscheinlich nur irgendein Adliger, der sie bei einer ihrer aufwendigen Feiern beleidigt hat. Könnt ihr mir etwas über Gouverneurin Fortunata erzählen? Ich bin sicher, es gibt hier irgendwo ein Buch über sie. Oh, wohlan. Fortunata arbeitete für die Goldküstenhandelskompanie, bevor sie ihren Einfluss und ihre Verbindungen nutzte, um die Piratenkönigin des Abikäischen Meers zu werden. Wie konnte eine Piratenkönigin die Gouverneurin von Anvil werden? Mit einer Flotte von Schiffen und einer Armee von Piraten. Es hat geholfen, dass die Region durch Varens Bürgerkrieg stark entvölkert worden war. Sie war sogar dreist genug, Anspruch auf die gesamte Goldküste zu erheben. Aber da haben Graf Carolus und Quatsch noch ein Wörtchen mitzureden. Sollte ich sonst noch etwas über das Kastell von Anvil wissen? Es wimmelt dort von Rotsegelpiraten. Fortunata hat alles fester abgeriegelt als ihre Mitgifttruhe. Aber sie erwartet euch. Mirabelle kennt das Kastell von Anvil gut. Sie verbringt Zeit dort und gibt sich als Dienstbotin aus, um die Lage im Auge zu behalten. Mirabelle spioniert Gouverneurin Fortunata aus? Natürlich. Und sie ist sehr gut darin. Für den Tag, an dem wir gegen die Piratenkönigin vorgehen müssen, haben wir Mirabelle vor Ort, jederzeit bereit zum Zuschlagen. Natürlich könnte dieser Tag auch niemals kommen, aber ich bin gerne auf jeden denkbaren Fall vorbereitet. Ja, das heißt, wir haben wieder einen neuen Auftrag erhalten und ich muss noch nicht leveln. Was ich immer gut finde, weil das doch ein bisschen nervig ist, immer diese Aufträge zu machen, damit man überhaupt etwas höher gelevelt ist. Ja, dann würde ich sagen, schneller Cut und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.